Also ganz ehrlich, die Rebellen sind schon irgendwo Schweine, ne? Also erstmal backen sie... und jetzt klauen sie ein Auto? Und die Unidata lassen das einfach zu, ne? Naja, okay. Ja, hallo und herzlich willkommen. Sorry, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich habe jetzt gerade, ja, also ich habe ja gerade die Folge, beziehungsweise die Aufnahme begonnen, weil da eben der lustige Bug war. Ja, das war so, okay. Nee, ich habe hier vorne schon alles aufgeräumt. Und ja. Ich dachte mir, ja, dass ich halt jetzt doch alles zeige. Und wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt wieder versage, dann lade ich das nicht hoch. Und lad quasi nur das eine hoch mit dem lustigen Bug, also mit den idiotischen Rebellen. So. Also, wie der einfach den überfahren hat, dieser Dreckige. Okay, das, ich zähle 15. Ja. Gut, du zählst 15, ja. Ich glaube, am Anfang war der 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Und da drin sind ja auch noch ein paar. Also über 24 sind es. Krass. Das ist mal eine Ansage, ne? Warte, von hier könnte ich ja den auch erschießen. Ja, nicht, wenn er sich bewegt. Hm. Wow. Hm. Entschuldigung. Das war scheiße knapp. Oh, vor allem die Cojones. Ich sehe die nicht. Jetzt ist die Frage mit denen da vorne. Ich die am besten ausschalte. Ich gehe in Position. Brauche neue Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Hab das Ziel. Auf dein Zeichen los. Einer weniger. Okay, das war gut. Den hole ich mir dann mit einem anderen Simultanschuss. Oh, Krankenhaus, oder? Okay, bin unterwegs. Suche bessere Schusslinie. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Tango getroffen. Gut, nochmal 30 Sekunden und dann machen wir... Da ist ein Sicario. Die Santa Muerte Kirche. Da. Fangen wir da oben auf. Die Frage ist halt wirklich, wie wir das machen wollen. wie wir das machen können. Also ich glaube, der geradeaus, der kommt jetzt zu mir rüber. Oder auch nicht. Aber irgendeiner ist Richtung hier gegangen vorhin. Oder vorhin, also letzte Folge. Vielleicht auch der. Ah, es sind halt 5. Verstanden, lass mich in Position gehen. Verstanden, sie unterwegs. Okay, Ziel markieren, loslegen. Scheiße. Es ist so dumm. Da sind jetzt alle tot. Wir haben es geschafft. Ah. Wieso? Ah. Wieso musste ich den verfehlen? Oh. Vor allem, das ist so unlogisch. Also, es ist halt total unlogisch, dass, Wir senden das Zeug, wenn El Cardenal seine Rede hält. Shit. Statt ihm nur zu folgen, wollen sie jetzt sein Blut sehen. Ja, das wissen wir. Und entweder er kommt mit, oder er wird aufgeknüpft. Ja, Fußschuss zählt. Auch ein Fußschuss. Ich finde es so ultra dämlich, dass, wenn man entdeckt wird und die quasi Alarm geben. Das ist ja völlig in Ordnung. Also das ist ja, das ist ja realistisch, dass man dann entdeckt wurde und dass es nicht mehr geht. Also dass dann eine Verstärkung kommt oder, und so weiter. Aber wenn der eine einen sieht und nicht mal mehr Zeit hat, um Alarm zu rufen, dann checke ich nicht, wieso man trotzdem noch entdeckt wurde, weil es wurde kein Alarm geschlagen, alle sind tot und alles ist gut. Jetzt komm mal da raus hier. Ja, da kommst du. Ja, komm. Ja, komm. Ja, fein. Und jetzt stell dich hin und rauch eine. Ja. 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 Ich weiß auch nicht. Vielleicht, also, wenn ich jetzt nochmal versage, dann mache ich eine Pause, weil dann bin ich einfach zu stürmisch. Da ist einer mit Maschinenpistole. Ja, ich weiß. Okay, aufatmen. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ein Mann, der keinen Kontakt zu anderen hält. Das war knapp. Warum war das knapp? Du kommentierst so eine Schmusseldussel. Aber hey, der lebt wieder. Ich habe nur neu gestartet, damit der Pilger da noch lebt. Der unschuldige Pilger. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da unten ist der drin. Doch nicht. Hä? Ah, da. So, dann wieder hier, bam, 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 bam. 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 Und Bimmel, Bammel, da. Ups. Bimmel, Bammel, Bummel. Macht die kleine Hummel. Entschuldigung. Wir haben noch einen verpasst. Und der ist da. Wir haben noch einen verpasst. Das waren zwei da, oder? Ja, da ist noch einer. Da. So, jetzt. Gut, dann wollen wir mal... nicht runterfallen, bitte. So, ich werde auf jeden Fall jetzt sehr unvorsichtiger. Komischerweise. Naja. Das passiert. Das passierte bei den tollsten Familien. Atsch. So. Die Position, eine neue Position. Moment, such eine gute Schusslinie. Hab das Ziel, ich hab das Ziel. Bereit für den Angriff. Ein Drecksack weniger. Das waren 3 Drecksäcke. So. Nicht den irgendwann? Ich sehe seine Füße. Ah, jetzt kommt er. Das war ein cooler Schuss, fand ich. Der wird gesehen. So. Dann holen wir uns wieder den da vorne. Den haben wir ja noch nicht so häufig getötet, also nur so ein paar 10.000 Mal. Ich finde es lustiger, wie schnell die Elite-Soldaten, die Elite-Truppen Kondition verlieren. Also, wenn sie sprinten, ist ja schön, aber, also sie sprinten, aber innerhalb von ein paar Sekunden, ja, sind sie halt voll ermattet. Ein bisschen seltsam. Ich sehe einen Narko. Da drüben, in der Santa Muerte Kirche. Ja. Hier ist ein Sicario in der Santa Muerte Kirche. Okay, bin unterwegs, brauche eine bessere Position. Gehe auf neue Position. Ich sehe das Ziel. Roger, Ziel markiert. Bin schussbereit. Eröffne Feuer. Yes. Okay, das ist alles gut. Dann habe ich mir nur noch kurz den da. Und dann haben wir es endlich geschafft. Boah, aber ich warne die, also wenn der Dude dann entkommt. Nein. Wieso kommt der Zivilist? Oh. Und ich hier. Oh. Das ist doch Kacke. Wieso kommt der jetzt raus? Oh. Das war richtig kacke. Die haben mich gesehen. Teil hochgeladen. Fertig machen. Gleich geht's rund. Was ist das? Ich glaube, ich kenne das nicht. Das geht nicht. Schnappt ihn euch, bevor die Menge ihn holt. Ich schieße auf die erste Deckung. Schnell, 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 schnell. Die kommen direkt auf uns zu. Bitte tötet mich nicht, im Namen des Herrn. Lassen Sie den Herrn aus dem Spiel, Kardinal. Wenn Sie Heilige raus wollen, sind wir Ihre einzige Option, verstanden? Ja. Halt. Er ist erledigt. Alles sauber. Los geht's. Ich hab's geschafft. Was war los? Wo wollen wir denn hin? Nicht da. Ach je, ich bin so fertig jetzt. Brumm, brumm. Na los, weiter, Padre. Padre? Mag es ja nicht, diesen ehrwürdigen Titel zu beflecken. Die Hände. Ich leiste den Menschen hier geistlichen Beistand. Meiner Gemeinde gehören Tausende von Seelen an. In einer Kirche, die vom Kartell gekauft und bezahlt wurde. Ich habe Sueño die Gemeinde anvertraut. Er ist wahrhaft gläubig. Er weiß, ich verkünde das. Sorry. War der dritte im Kofferraum? Ruhig, Kamine. Scheint voll so. Wir nehmen den Hubschrauber. Das ist sicherer und schneller. Boah, bin ich fertig. Ich bin so fertig. Wie die Schuhe da rausschauen und sein Gewand, ist das lustig. Gut. Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Ich bin der Pilot. Ich bin so fertig. Ah, hey, ich kann jetzt safe. Wir müssen weitermachen. Entschuldigung. Ich habe Sueño die Gemeinde an. Ah, jetzt an. Er ist wahrhaft gläubig. Er weiß, ich verkünde das wahre Wort Gottes. Ist Eitelkeit nicht eine Todsünde, Padre? Ich verschwende nicht länger meine Zeit mit euch. Die Lippen der Weisheit schweigen, außer für die Ohren, die verstehen. Ihr seid zu kleingeistig und verstehen. Ja. Naja, man kann mal nachdenken, ne? Wenn der wahre Glauben... Diese Mausoleen sehen niedlich aus neben den anderen. Sie bauen sie für ihre Buchones. Ich habe genug Ego, um zu sagen, dass ich sowas auch will, wenn ich tot bin. Was bist du, ein Zier? Ich kenne nämlich keine Profis, die sowas wie das hier brauchen. Mal sehen, was seine Heiligkeit zu Bowman zu sagen hat. So. Naja. Wie gesagt, also wenn Glauben von einem erwartet, andere zu töten, dann... Ich fühle mich so stark, als könnte ich es selbst mit El Sueño aufnehmen. Okay. Komischer Typ. Ja, mal schauen, was er sagt. Der Priester hat wohl ein Schweigegelübde abgelegt. Das sollten Sie mal lesen, wenn Sie im Knast sind. La conosco, no te apures. Wenn ein Sünder zum Beten in meine Kirche kommt, dann kann ich ihn nicht wieder fortschicken. Dann ist es meine Pflicht, dem verlorenen Schaf den Weg zu weisen. Das macht mich nicht zum Verbrecher. Nein, Geldwäsche macht Sie zum Verbrecher. Ihre Kirche wurde auf dem Handel mit Kokain und dem Handel mit Kindern erbaut. Usted no entiende. Es tat mir um die Kinder so leid. Wenn das wahr ist, dann beichten Sie. Hier, bei mir. Das ist cool. Sie sich jetzt von Ihren Sünden. Gott vergib mir. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Funkausrüstung plus 15.000. Fertigkeitspunkte plus 10. Das Bild war zerstört. Der Traum war zerbrochen. Meine Kirche starb. Viele meiner Männer verließen mich. Die Campesinos hatten keine Angst mehr, mich zu beleidigen. Die, die mich hassten, sagten, ich hätte all das aus Stolz getan. Das Mausoleum, die Websites, die Bibel. Aus Eitelkeit, sagten sie. Doch hätten sie ihn sehen können, meinen Traum, hätten sie mich verstanden. Ich habe es für sie getan, für die Sicarios, die Campesinos, also die Bauern und die Bergleute. Ich tat es, damit sie von einem besseren Leben träumen und sich vorstellen konnten, wie groß sie sein könnten, wie groß sie und Santa Blanca sich gegenseitig machen könnten. Sie hätten profitiert. Doch wenn man hinter die Kulissen schaut, dann wird einem klar, dass die Magie nur aus Rauch und Spiegeln besteht und der Ruhm, den man für sich angestrebt hat, nichts als eine Täuschung ist. Ja. Oh nein, er bedauert, dass er nicht mehr so viel Einfluss hat. Das ist ja schade. Leiter der Sicherheitsabteilung. Black Ops. Schönheitskönigin, Leiterin der Schmuggelabteilung, Produktionsabteilung. Hier sind ziemlich viele, die noch unbekannt sind. Da muss ich mal verstorben. Ja. Ah, Sicherheitsding, ja. Und da mache ich mal seine Sicherheitstypen ein bisschen dezent platt. Und Fähigkeitspunkte 25.000. Okay. Warte, irgendwas wollte ich machen. Schalldämpfer, ne? Irgendwas mit Schalldämpfer. MP, Pan. Ah, okay. Sprengladung ist natürlich auch geil. Zoom. Entschuldigung. Na, Zoom ist natürlich auch gut. Wärmekamera brauche ich nicht. Krachmacher. Cooldown, Tarnung, Tempo, Batterie. Die Batterie. Ja, Reichweite. Batterie und Reichweite ist eigentlich ganz cool. Aber mache ich jetzt nicht, weil ich brauche noch das andere. Fernglas-Zoom. Wo ist denn jetzt... Ah, Waffe wahrscheinlich. Verbesserter Schalldämpfer. 6.000. Ja. Sehr geil. Granatwerfer. Für was brauche ich denn? Ah, dafür. Streuung beim freien Schießen. Ja, ist eigentlich auch ganz cool. Drohne. Tempo. Alter, wie schnell die ist. Tarnung. Zoom ist auch das da. Das kann ich ja machen. Hier Wärmebild. Ja, das brauche ich nicht. Blendgranate, Signalpistole. Anzulocken oder abzulocken. Das ist eigentlich auch ganz geil. Ja. Mine, Fernglas, Zoom. Das ist auch cool. Ablenkungsmanöver. Ah, Truppe. Ausgebildete Widerstand von meinen Leuten. Verbluten. Verlängert die Zeit. Und nochmal. Die Rebellen brauche ich ja nie. Das werde ich nie machen und brauche ich nie. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir, was wir als nächstes machen. Beziehungsweise als nächstes werden wir den Sam Fischer helfen. War das nicht da? Nee. Das war irgendwo anders. Wo war denn das mit Sam Fischer? Ist das jetzt weg? Hm. Ja, wahrscheinlich ploppt es manchmal random auf. Schade. Gut. Ja, wir haben ja die Hauptquest quasi dann währenddessen weitergemacht, deswegen. Story angegangen. Bowman hat ein Paket an dieser. Beschaffen Sie es und melden Sie sich bei ihr. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen das nächste Mal weiter. Und ja, schauen mal, ob wir ein bisschen Informationen über diese Typen hier bekommen. Und dann, ja, machen wir weiter. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.